Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zu einem Mario Rabbids Video mit... Nein. Doch. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zu einem Mario Rabbids Kingdom Battle mit meiner Freundin. Hi. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es mal ein etwas anderes Spiel auf meinem Kanal. Das Spiel ist exklusiv nur für die Switch erhältlich. Das habe ich letztes Jahr auf der E3 in Los Angeles angezockt. Das ist auf jeden Fall ein mega cooles Game und das Video ist auch ein Werbevideo. Das möchte ich nicht vorenthalten, Leute. Ich bekomme Geld für dieses Video. Und ich habe das letztes Jahr gespielt und das ist momentan auch eines der erfolgreichsten Spiele, was rausgekommen ist in letzter Zeit, also für die Switch, ne? Und deshalb, wir werden das jetzt gemeinsam antesten. Das ist nämlich ein DLC, was wir spielen werden, der Donkey Kong DLC. Und meine Freundin hat das Spiel schon ein bisschen angezockt auf ihrer Switch. Und ich habe jetzt, ja, nicht so richtig viel gespielt, aber sie kann mich ja lotsen. Sie ist quasi meine Lehrerin, ne? Soll ich meine Brille wieder auf? Ja, zieh lieber die Brille auf, ne? Die Brille muss aufgezogen werden. Ja, ja, und du hast übrigens ein sehr schönes T-Shirt an, Leute, ne? Habt ihr schon euer T-Shirt gesehen? Und dann würde ich sagen, Freunde, wir starten jetzt rein ins DLC und mal gucken, was uns hier so Schönes erwarten wird. Let's go! Okay, Leute, wir haben jetzt anstatt Mario und Rabbit Luigi diesen Rabbit Cranky? Den grummeligen Rabbit haben wir jetzt am Start. Also quasi wurden die ersetzt bei diesem DLC. Genau, da ist jetzt ein Rabbit Peach mit dabei, aber Donkey Kong und dieser Granny dafür. Okay, besiege alle Gegner. So Leute, jetzt geht's los. Das Spiel ist auf jeden Fall taktisch ausgelegt. Jetzt bin ich mal gespannt, was meine Freundin hier macht. Okay, wir lassen sie erstmal starten. Sie ist die Erfahrene. Ah, der mächtige Donkey Kong, setzen wir deinen bärenstarken Bizeps ein. Okay, stark genug bist, die meisten Blöcke aufzuheben und zu werfen. Also er kann sogar die Dinger nehmen und werfen. Das ging, glaube ich, vorher nicht. Und das DLC ist auch ganz neu rausgekommen, Leute. Also das sind deine Gegner quasi, diese kleinen Rabbits. Ja. Die haben jetzt zum Beispiel 80 Leben nur. Und das sind wir. Das ist, wir sind zum Beispiel Donkey Kong. Wir haben 280 Kraftpunkte, also 280 Leben. Der hat bestimmt krasse Fähigkeiten. Also er kann werfen. Okay, kämpfen. Okay. So, ich kann hier halt immer laufen. Also ihr könnt so euren Weg auswählen. Ihr seid nur in diesem Bereich, da könnt ihr euch bewegen, genau, ne? Der Bereich, der vorgegeben ist. Okay, ich würde sagen, wir machen unseren ersten Angriff, weil Donkey Kong kann dann nämlich dieses Ding nehmen und auch werfen. Deshalb, ja, man kann wie gesagt nur in diesem Bereich rumlaufen. Dann würde ich sagen, nimm mal jetzt das Ding und dann werf man das. Dann kann man sehen, in welchem Bereich das Schaden macht, oder? Mhm. Okay, ah, der nimmt das jetzt, schmeißt rüber. Oh. Das ging vorher nicht, ne? Bei dem normalen Game. Ja, weil Mario hat doch nicht diesen Bizeps, ne, jetzt wie Donkey kann ich Kong. Eine Banane werfen. Okay. Oh, cool, ich kann einen Boomerang werfen, guck mal. Achso, der kommt jetzt da. Ey, Donkey Kong ist richtig OP. So, jetzt kann ich mit Rabbit Peach machen. Am besten, man versteckt sich immer so ein bisschen dahinter. Achso, du kannst ihn beschießen, okay. Und die macht so Honig und dann kleben die am Boden fest. Ja, und jetzt können wir mit dem mit dem alten Crunky, können wir auch natürlich attacken. Wird er diesen Bogen, ne, versucht den mal irgendwie ins Spiel zu bringen. Und ja, boah, guck mal, der macht ja auch voll viel Schaden, in diesem ganzen Bereich da. Oh, der ist ja richtig am... Oh, ich hab irgendwas ausgemacht. Okay, jetzt sind die Gegner dran, Leute. Und im normalen Game habt ihr halt verschiedene... Oh, was ist das denn? Was hat er mit denen gemacht? Ich habe ja gerade noch aus Versehen irgendwas ausgelöst. Ich weiß so, okay. Ja, das sind halt diese neuen Attacken, die wir noch nicht kennen. Wir spielen jetzt zum ersten Mal das DLC, damit ihr auch direkt unsere ersten Eindrücke davon sieht. Und im normalen Game, da gibt es halt verschiedene Welten. Das ist so umfassend, das Spiel, Leute, ne? Das ist ja auch schon riesig. Die erste Welt, 6 Stunden gebraucht. Ja, 6 Stunden für Vielleicht die erste Welt. Vielleicht war ich auch einfach nur scheiße, aber... Ja, sie hat ja noch nicht so viel Erfahrung mit dem Game. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall letztes Jahr auf der E3 angetestet gehabt. Und es hat mega Bock gemacht. Wir haben es einem auch vor Ort alles erklärt, Ubisoft. Ich war ja auch von denen dort eingeladen. War auf jeden Fall eine mega geile Zeit gewesen letztes Jahr. Ich würde sagen, genau so. Du kannst ja direkt... Ja... Was ist das denn? Achso, die können die... Warum? Dein Kopf ist voll mit Eis. Den anderen hast du jetzt nicht getroffen, ne? Nee, aber die waren, glaube ich, zwei... Aber warum konnten die jetzt schießen, obwohl die nicht im Zug waren, ne? Okay, den kannst du jetzt direkt... Ah, das friert mein Kopf ein und dann kann ich die Attacken nicht machen, die einen. Wirf den einfach mal ab mit der Banane, ich glaube, dann ist er auch vielleicht schon weg. Ja, dann müsste er jetzt komplett außer Gefecht genommen worden sein. Perfekt, die Schlacht ist gewonnen. Das war auch der erste DLC-Fight, den wir gemacht haben. Ich glaube, gleich wird noch so ein richtiger Kampf kommen, den wir zeigen. Und ja, so startet auf jeden Fall schon mal das DLC rein. Ein Käfig voller Rabbits. Und das hast du taktisch sehr gut gemacht, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr gut. Dann sagen, das nächste machst du? Ja. Okay, Leute, das ist jetzt hier die Welt von Donkey Kong. Das sieht auf jeden Fall ganz anders aus als die Welt, die wir davor hatten. Und gucken, was wir hier Schönes haben. Schaut mal in die Kamera. Das ist nämlich die Peach, heißt die, ne? Peach? Rabbit Peach? Peach? Rabbit Peach, genau. Die haben wir nämlich hier auch als Figur, Leute.
Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein. Wir werden auf jeden Fall noch einen richtig geilen Kampf machen hier. Und letztes Jahr, als ich das gezockt habe auf der E3, da hatte ich so einen schweren Kampf. Also es gibt ja auch Level, da ist man wirklich am Verzweifeln dran. Und ich finde, diese Level, die machen es auch aus. Weil ich mag nicht Spiele, wo man direkt auf Anhieb weiterkommt. Man will ja auch ein bisschen eine Herausforderung haben, oder? Klar. Ja, und ich glaube, du hattest auch schon ein, zwei Level auf deinem Weg hierhin, ne? Okay, so. Da ist die Welt, Leute. Und da muss man sich jetzt durchkämpfen, diese ganzen Kämpfe alle bestreiten. Und Bananen einsammeln, dann könnt ihr neue Fähigkeiten kaufen. Was kann man noch alles kaufen, wenn man diese Münzen oder diese Bananen sammelt? Du kannst ja neue Attacken kaufen, genau, ne? Genau, du kannst zum Beispiel hier in die Kampfzentrale gehen. Genau, man geht auf die Kampfzentrale. Und dann kannst du hier Waffenauswahl, kannst du hier ein paar andere Waffen holen. Aber wir können auch sogar eine holen, wir haben 650 Bananen. Eine holen, willst du lieber die Habanero oder die Didgeridoo? Ich mag's feurig scharf, also nehmen wir die Habanero. Okay, da sehen wir halt, gegen was die machen zum Beispiel mehr gegen Ziggy Schaden. Ja. Anstatt gegen Hopsa. Ja, mach mal erstmal Ziggy, komm, nimm mal. Ja, es wechselt nicht so viel hinterher. Waffe ausrüsten. Oh, Bravo, na, Rangma Ring. Okay, das haben wir jetzt. Das könnten wir jetzt für die anderen auch machen, weil jetzt haben wir keine Bananen mehr. Jetzt haben wir keine Bananen mehr und die kann man dann während des Spielverlaufs einsammeln. Genau. Und was ist Fertigkeiten? Was gibt es da noch? Man hat so spezielle Fähigkeiten auch noch, ne? Aktivierung benötigt einen von diesen Dingern da, ne? Wir haben einen, das heißt, wir können was Neues aktivieren. Wurfradius. Das heißt, unser Wurfradius ist natürlich. Das ist eigentlich praktisch, oder? Machen wir das mal. Können wir mehr Gegner auf einmal angreifen. Okay, jetzt haben wir wieder 0. Würde ich sagen, jetzt machen wir auf jeden Fall auch weiter, Leute. Man muss jetzt hier immer ein bisschen durchlaufen. Ja, und da sind zum Beispiel diese Bananen, die man einsammeln kann. Also, man läuft hier rum. Und dann findet man diese Kämpfe, die Battles, die kommen ja jetzt gleich, ne? Genau, und die Battles kommen quasi immer, wenn der Weg nicht mehr weitergeht. So. Ja, zum Beispiel jetzt, oder? Genau. Da musst du da immer da durch, damit du überhaupt weiterlaufen kannst. Ich finde, das erinnert richtig so an diese Oldschool PlayStation 1 Zeiten, so diese Games von damals, finde ich. Und ich glaube, deshalb ist das auch momentan so erfolgreich, das Game. Weil das einfach so an die alten Zeiten auch erinnert. Es ist halt einfach Nintendo. Ja, passt einfach genau. Mal. Man kann das auch unterwegs zocken. Wir zocken das jetzt gerade hier auf der, wie heißt das, auf der Switch mit diesem Ding, dass man das auf dem PC-Bildschirm zocken kann. Natürlich kann man das auch unterwegs zocken und das finde ich halt mega geil. Wenn man eine lange Bahnfahrt hat oder so, kann man schön das im Zug zocken. Hast du ja auch gemacht, ne? Du hast ja auch auf dem Weg zu Uni und so gezockt. Okay. Ich danke, dass ich zusammen war. Wir stellen alles, was glänzt, einschließlich unserer Waschmaschinenteile. Ah, die haben unsere Waschmaschinenteile geklaut. Und die Waschmaschine war ja, glaube ich, dafür da, um in verschiedene, genau, in die Welten zu kommen. In die Welten zu kommen, und genau. Deswegen sind wir jetzt aus Versehen auch hier in der Welt. Ja. So, ich bin mal wieder Donkey Kong, ich werf mal wieder was. Ich stelle mich mal davor und werf auf den Burschen hier. Oder? Ja, will ich schon, oder? Ja. Mal auf den. Zack. Okay, 30 Schaden. Honig. Und jetzt kann man auch die Habanero werfen, ne? Genau. Oh, was? Boah, 73 und 48 Schaden. Okay, mit Peach können wir jetzt auch noch drin ballern. Du kannst jetzt auch zum Beispiel, wenn ich hier auf Peach drücke, dann kann ich auch weiterspringen. Aber dann kannst du auch von dort schießen, oder was? Also könntest du jetzt da hinspringen und dann quasi von dort schießen, ne? Auf den einen, der da steht. Genau, dann bin ich ein bisschen näher dran. Ah, okay. Der ist ja schon direkt weg. Und jetzt können wir den Gegner. Aber was hättest du denn gerade noch machen können jetzt gerade? Nichts mehr? Oder jetzt einfach machen können? Ich mach das mal ein bisschen schneller, das kann man beschleunigen. Okay. Ja, ich würde sagen, du musst auf jeden Fall auch in Deckung bleiben. Ne? Das heißt, ja, lieber hier, so da, ja. Da in dem Bereich. Und von da kann man dann auf jeden Fall nochmal schön ordentlich draufballern. Ne, rot ist alles außer Sichtweite, da kann man nicht langlaufen. Irgendwas kann ich machen. Guck mal, ich habe ein Auto. Hä? Wäre witzig, lass uns das ausprobieren. Was machst du jetzt? Du hilfst den Opa? Oha! Hä, und jetzt? Und jetzt kann er von da vorne schießen, ne? Wie cool. Wir stellen uns mal davor. Da hinten ist halt einer noch versteckt. Da kriegen wir auch noch. Nee, gar nicht. Nicht. Das war jetzt taktisch nicht so gut gemacht. Ben. So, jetzt sind die Gegner wieder dran. Was machen die? Okay, der versteckt sich. Der rennt dadurch, versucht über den Flügel zu kommen. Der war richtig weit. Was macht der da? Der greift uns ja richtig von hinten an. Der will uns flankieren. Oh nein, jetzt sind die draußen. Jetzt sind die draußen, ja? Yeah? Auf einmal sind die draußen und machen voll Randale hier. Ja. Oha. Schlag einfach einen alten Mann. Das ist echt so. Okay, komm, jetzt will ich aber einen guten Schub von dir sehen. Hä? Jetzt wird das manipuliert, jetzt greift uns das Auto an. Okay. Doch. Aber doch, wir können fast werfen. Ja. Genau. Das war gut, das war gut.
Wir können ja auch ihn so angreifen und dann gehen wir hier hinten in Deckung. Ja, klar, das können wir auch mal machen. Wir müssen ja nicht immer direkt ballern, ne? Aber genau, dieses Ballern hat halt mehr Schaden, ne? Das macht mehr Schaden, oder? Dann wirft ihn mal auf den Wagen. Auf den Wagen. Wirft ihn mal auf den Wagen. Gucken, was passiert. Ich kann ihn doch. Siehst du, hab ich doch gesagt. Oh, der macht jetzt Michael Jordan. Puh! Geil. Ja, wirft den nochmal mit der Dings wieder ab, mit der Habanero. Die macht ja richtig viel Schaden. Guck mal, wie viel Schaden die macht. 43. Den haben wir auch schon. Ne, wir gehen jetzt erstmal nach vor und versuchen den anderen hier zu treffen. Aber der ist da hinten. Siehst du, das hat nicht viel gebracht. Unser Zug ist vorbei. Mal gucken, was die Gegner jetzt machen, Leute. Boah, wie schnell ist der denn? Ne, ich hab auch schnell. Ach so, okay, ich dachte schon, ey. Ich dachte schon, wie der am Durchziehen ist auf einmal. Oh, alle versuchen sie auf Donkey Kong zu gehen. Also das sind jetzt eigentlich eher noch so die einfacheren Level, ne, oder? Ja. Man sieht ja, wir haben zum Beispiel 200 Leben, die ganzen Gegner haben so wie viel? 70, 50 und... Ah, guck mal, eben Schaden gemacht, der Wagen. Also einer ist jetzt auf jeden Fall hier. Und den kommen wir wahrscheinlich nicht so leicht dran. Dann ist einer hier. Springen wir mal auf Donkey Kong. Wie weit kann er uns schleudern? Vielleicht dahin und dann auf das Ding ballern? Und dann explodiert das doch, oder? Sollte er explodieren. Versuch mal. Ja, perfekt. Aber warum ist der auch so blöd und stellt sich genau dahinter dann in dem Teil, was explodiert? Und wir können den hier flecken. Ja, wir können den jetzt angreifen. Und dann würde ich sagen... Stellen wir uns hier hinter. Ja. Und dann können wir ihn nochmal mit der Pumpe. Ne? Boah, das macht ja dann richtig Schaden. Boah. 46, ey, Donkey Kong hat auch... Ich kann auch meine eigenen treffen. Okay, man kann auch die eigenen Leute treffen. Oh, das wusste ich nicht. Das mit den Waschmaschinen teilen ist die Frage. Die sollen wir ja auch einsammeln, oder? So, wir laufen jetzt dahin und jetzt gibt es welche Funktion, dass da angezogen wird. Aber wirf doch mit der Habanero ab erstmal. Ich will erst mal schauen. Macke nicht. Ach so. Jetzt macht der Party und kommt. Und jetzt die Habanero in die Fresse. Oh! Und jetzt direkt in die Fresse. Geil. Alter, dafür ist ja Donkey Kong bekannt mit seinen Dingern da, ey. Damals gab es auch so ein Spiel, wie hieß das, wo man so trommeln musste. Donkey Kong. Dum, 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 dum. Das war auch geil, ey. Das ist schon so lange her, Leute. Ich finde, solche Spiele erinnern auch mega an die alten Zeiten, wenn man Mario sieht, wenn man Donkey Kong sieht, Peach und so weiter. Das macht richtig Oldschool-Feeling bei mir. Und fühlt man sich direkt wieder jung. Ja, da fühlt man sich direkt wieder jung, ne? Ja, aber du musst die Waschmaschinenteile zurückholen. Da fehlen noch zwei Stück. Zum Beispiel hier. Du musst den Gegner, glaube ich, holen. Ah, der Gegner hat hier. Ja. Da sieht man ja über seinem Kopf. Er hat auch 95 Leben. Das ist gut, das ist gut. Bam, boah, der kam perfekt, der kam perfekt. Oh. Es gibt noch zwei Waschmaschinenteile, Leute. Oh, kann ich denn, dass die da nicht rauskommen? Nee. Aber der war ja. Der war ja noch nicht draußen gewesen, oder? Aber der hat direkt schon Schaden bekommen. Hier, du. Ja. Man kann es auf ihn ballern, oder? Ja. Der steht ja offen im Visier, der hat ja keine Wand. Ja. Okay, perfekt, den haben wir auch. Aber der hat halt keinen Waschmaschinenteil gehabt. Ja, wir müssen halt zu dem anderen kommen jetzt. Okay. Mal gucken, was die jetzt machen. Den müssen wir auf jeden Fall. Ah, guck mal, da unten, da ist auch noch einer. Das sind die zwei letzten, die wir holen müssen, Leute, damit wir die Waschmaschinenteile bekommen. Und wie gesagt, die Waschmaschine ist dafür da, um diese ganzen Welten zu bereisen. Das hat auch natürlich eine gewisse Story, das Game. Also könnt ihr auf jeden Fall euch mal gerne zulegen, wenn ihr Bock auf das Game habt. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Man kann auch gegen seine Freunde zocken. Also wir könnten, wenn wir jetzt auch wollen, nebeneinander sitzen und zocken, wenn man zwei von den Switch-Controllern hat. Und das macht auf jeden Fall auch nochmal mega Bock. Ich würde sagen, wir springen dahin und dann können wir da wieder auf. Okay. Das verstehe ich noch nicht so ganz, warum die ab und zu, während wir im Zug sind, ballern können, ne? Ich würde sagen, du schießt einfach das Ding da kaputt, ne? Ja, okay. Wir müssen ja auf die Gegner kommen, die die Waschmaschinenteile haben, sonst werden immer wieder neue gerespawnt, ne? Das war gut. So, zack. Boom. Okay, hat auch nicht mehr so viel. Ich glaube nur noch 10 Leben. Wenn jetzt die Habanero drauf schmeißt, ist der sowieso weg. Ja, kann man noch andere Sachen werfen? Ja, war jetzt ein bisschen schade, weil er nur 10 Leben hatte, aber was soll man machen? Guck, da ist jetzt das Waschmaschinenteil. Und wie holt man das jetzt ab? Kannst du es auch abholen gehen? Das musst du ja irgendwie dann nehmen. Nicht, dass die das dann wieder einsammeln, ich weiß halt nicht. Du kannst ja mit dem Opa durch das Ding da laufen, warte, hier rein. Und dann bist du da beim Gegner, dann kannst du den ja direkt attackieren, oder? Und danach verschwindest du wieder. Genau.
genau. Guck, man kann ja richtig taktisch klug agieren. Zack, dann verschwindet man wieder. Aber man kommt auf jeden Fall rein in das Game. Man muss da erstmal ein bisschen üben, was so die beste Vorgehensweise ist, wie man taktisch klug agiert. Nein. Guck, und jetzt siehst du da zwei Waschmaschinenteile. Die werden gerespawnt und sammeln die immer wieder auf. Eine Kacke. Ja, das wussten wir natürlich nicht vorher, Leute. Sonst hätte man das ein bisschen anders gemacht. Du hast es schon geahnt. Ja. Ich wusste es, wenn die da rumliegen, dann werden die ganz schnell aufgesammelt. Gehen wir da vor. Okay, wir gehen nach vorne. Okay, wir gehen jetzt hier durch und dann können wir von dort auf den ballern. Das ist zu weit, oder? Mann, der haut immer ab, Leute. Das wird jetzt, glaube ich, das so der finale Kampf gegen den. Aber wir müssen das hinkriegen. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Leben, ne? 90. Der Opa hat nicht mehr so viel Leben. Also wenn wir das jetzt nicht schaffen, das wäre schon echt ärgerlich. Oh, das ist auch Peach, ne? Nee, doch nicht mehr. 73? Nee. Ich glaube, bei denen macht das mehr Schaden als bei den anderen irgendwie. Von seiner. Was macht der genau? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Okay, jetzt sind die Gegner wieder dran. Okay, 98. Der hat noch 17 Schaden. Okay, perfekt. Schaden. Perfekt. Dann war der Wagen ja top und der ist einfach reingelaufen. Ja. Oh, jetzt. 73, 33 mal. Okay, jetzt müssen wir den irgendwie bekommen. Der hat nicht mehr viel Leben. Eine Attacke und der ist weg. Jetzt müssen wir schlau machen. Wir stellen uns jetzt erstmal nach vor. Oh. Ja, manchmal können die irgendwie nochmal ballern. Wir müssen den irgendwie bekommen mit seinen 17 Leben. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Okay, der ist jetzt weg. So, das sind die zwei Waschmaschinenteile. Wehe, die packen die sich jetzt wieder. Du kannst doch mit Peach hier durchrennen, hast du wieder mehr Möglichkeit, oder? Wenn du da reinrennst. Oder? Hast du wieder mehr Platz hier. Dann kann ich auf den Profi drauf springen. Und kannst dann auch zum Gegner springen und dem eine Bombe geben. Was ist, wenn du hier hinspringst und den dann abballerst direkt daneben? Man muss immer gucken, welche Züge man hier nimmt. Richtig klug gedacht. Ja. Und jetzt? Gut. Bam! Boah, 39 Schaden direkt. Mensch, guck mal, wer. Der Kopf eingefroren, der Kopf, das geht auch nicht. Ach so, okay, wenn der Kopf eingefroren ist, geht das nicht. Dann sind ja gewisse Attacken blockiert. Ich würde sagen, wir müssen erstmal die Gegner holen, oder? Ich würde sagen, wir müssen mit dem erstmal davor. Schieß ihn mal jetzt von hinten erstmal ab, der ist ja eh dann weg. Da muss man die auch gar nicht einsammeln, sondern einfach hat man die jetzt, wenn man alle Gegner. Hat. Oder so, guck mal, ob du einsammeln kannst. Ah, okay, da kannst du einsammeln. Ja, guck, du kannst du einsammeln. Genau. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja, geil. Das war die Aufgabe. Ja, super, alles fällt runter. Scheiße. Scheiße. Jawohl, Leute. Wir haben die Schlacht gewonnen. Ja, war auf jeden Fall ziemlich anstrengend. Wir hätten es, glaube ich, auch einfacher machen können, aber du hast in manchen Situationen schlecht agiert, obwohl du der Meister bist. Nein. Nein, war schon gut. Sie hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ich denke mal, ich hätte es nicht so gut hinbekommen. Aber ja, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für dieses coole Video. Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich habe mich voll hineinversetzt und ja, wie fandest du es? Hat mega Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. Das Spiel bockt. Wie gesagt, das war auch ein Werbevideo, möchte ich nochmal sagen, Leute, damit ihr das nicht vergisst. Und damit würde ich sagen, euer Rollepeter ist raus. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Video. Ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao. Sie könnt ihr natürlich auch auschecken, ne, in der Videobeschreibung. Ja? Okay, ciao.